Gerichte. Das Brot hätten wir nicht. Das Brot hätten wir nicht, wenn nicht der, der die Ohren gerade angelegt hat, Markus, sich da nicht besonders drum gekümmert hat. Wir haben das Brot sehr günstig bekommen, aber es ist wirklich damals das Beste gewesen, was man bekommen konnte. Und es ist uns ein Traum, dass wir dieses Brot haben. So, und ihr beide dürft jetzt das Brot. Hallo. Ruhe. Ruhe, bitte. Ruhe. Es war kein Vorschlag. Ein noch ein Schlag. Mal ganz kurz vor, was Markus mir geschickt hat. Durch eine Fehde mit dem Grafen von Schwerin gelang es dem ersten Regenten des Fürstentums Lüneburg, Welfenherzog Johann von Braunschweig und Lüneburg, Eigentumsrechte an der Stadt an der Stadt zu erwerben. Zuvor unterstand die neu gegründete Stadt der Herrschaft des Schweriner Grafen Gunzelin III. Uelzen trug seinerzeit den Namen Löwenwolde und wurde 1270 mit allen dazugehörigen Rechten ausgestattet, wovon heute noch eine Inschrift am Portal des alten Rathauses zeugt. Am 13. Dezember 1270 verlieh Herzog Johann von Braunschweig dem Orte Löwenwolde Stadtrechte. Das ist der Mann. Jetzt möchte ich ganz gerne... Und lächeln. Was ist das denn? Ja, du bist raus. Ja. Jetzt möchte ich gerne die Teams bitten, also das All-Star-Team mit Trommler und einem Steuermann, sich bei dem Drachenboot einzufinden. Ja, und unsere 8 Ruderer und Steuermann Band schnappen sich den Achter und dann geht's los. Und bitte alle zugucken am Hafen, das wird bestimmt ein schönes Team. Kommt. Ja.